Hochanzlagenkreuz und landet. Entschuldigung, landet natürlich trotzdem im Tor. 14:7 durch Joda Wenk. Ich bin gar nicht so schnell hinterhergekommen. Auf jeden Fall 7 Meter für Friedenau. Es tritt an Ilkan Wiesner gegen Anna Pöschel. Schade, die Ecke war richtig. Aber noch nicht mit Erfolg gekrönt. Somit 14:8. Noch nachzutragen bleibt die 2-Minuten-Strafe für Joda Wenk. Jetzt aber auch hier auf Springer Seite schon der erste große Wechsel. Auf der Linksaußenposition Steffi Dube jetzt, auf der halblinken Position Kerstin Felkel. Und das Springer Spiel natürlich mit ihrer Schnelligkeit, mit ihren Spielideen und mit ihrem Spielwitz natürlich weiterbeleben. Und da sehen wir es auch schon. Kerstin Felkel erhöht um 15:18 durch eine schöne. Durch einen schönen Pass von Wendy Künzel. Da Schwerin in Unterzahl ist, sehen wir jetzt Antje Thormann im rechten Rückraum. Das macht sie clever. Na, da hat Kerstin Felkel nicht beherzt zugegriffen. Greift aber jetzt beherzt zu, sodass Friedenau nicht zu einem einfachen Gegentor kommt. Die Abwehr arbeitet gut. Schwerin wieder komplett. Das wird gleich ausgenutzt. Mit einem super Pass von Anna Pöschel vorne in die freilaufende Joda Wenk, die von der 2-Minuten-Strafe gerade zurück ist. Die verwandelt zum 16:8. ...25 Minuten hier in Friedenau gespielt. Und da mal ein Kracher von der Nummer 33, Denise Brandes. Zum 16:9. Und der nächste Wechsel auf Schweriner Seite, jetzt am Kreis für Antje Thormann. Julia Grünwald. Händchen verwandelt zum 17:9. Vorher zu sehen leichte Konfusion in der, im Schweriner Aufbauspiel, Angriffsspiel. Aber da zählt es halt manchmal auch, eine Einzelaktion zu starten, so wie eben gesehen von Marie Kintscher. Wenn sie von Erfolg gekrönt ist. Die Abwehr arbeitet sehr gut. Sehr aggressiv, sehr personengebunden. Gelbe Karte für Jule Grünwald.
Das war aber zu einfach. Die Nummer 2 ist wirklich körperlich nicht die größte. Die Ilka Wiesner hat aber die Möglichkeit, von gut 9 Meter unbeirrt aufs Tor zu werfen und zu verkürzen zum 10:17. Unschöne Szene eben mit dem Schlag ins Gesicht. Berlin erhöht die körperliche Präsenz in der Abwehr. Kommt teilweise sehr unschöne Szenen zustande. Sowas gehört nicht aufs Handballfeld. Ja, die Springer Fans sind sehr ungehalten. Ja, der Wurfversuch geht daneben von Wendy Künzel. Das heißt, es schnell zurück. Die Abwehr nochmal sauber staffeln. Wurfversuch 1 geht ans Lattenkreuz. Der Nachwurf wird verwandelt durch die Nummer 5. Durch Deike Heeren. Zum 11:17. Hat Jule Grünwald leider den Kreis übertreten. Wurde ja auch natürlich gleich weggepfiffen. Da gibt es die nächste gelbe Karte. Auch Schwerin hat sein Kontingent jetzt ausgeschöpft. Diesmal trifft es Wendy Künzel. Das heißt, wir sehen jetzt hier nur noch 2 Minuten Strafen. Und natürlich auch eine weitere Parade von Anna Pöschel, die den Schwerinerinnen natürlich durch ihre Paraden unheimlich viel Sicherheit gibt. Stark gemacht. Aber den muss Jule Grünwald natürlich machen. Hat so viel Platz. Da kann sie etwas länger warten, sich den Torhüter anschauen. Aber auch bei der Nummer 33 ist kein Wurfglück auf Berliner Seite. Jetzt aber. Steffi Duwe, schön abgefangen den Ball, den Konterpass. Weitergeleitet in die Mitte nachlaufende Jule Grünwald, die jetzt sicher verwandelt zum 18:11. Sind noch knappe 45 Sekunden. Jetzt gilt es natürlich, versuchen kein Gegentor mehr zu kassieren. Da hätten wir fast Glück gehabt, wären noch mal in die Situation zum Konter gekommen. Aber noch sind 25 Sekunden. Die Zeit verstreicht. Friedenau hat keine Eile. Kann das jetzt ruhig ausspielen. Sind noch 10 Sekunden. Oh, oh. Zeit ist angehalten. 10 Sekunden Verschluss. Da hat sich Joda Wenk wahrscheinlich verletzt. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Ist auch nicht genau zu erkennen, was es gerade ist. Aber sie steht wieder, es geht weiter. Auch da scheint es mir wie ein Sturz auf den Ellbogen. Ja, kribbelt wahrscheinlich ein bisschen in der Hand. Aber wenn es kribbelt, dann lebt es immer noch. Sehr gut ausgeblockt. Die ersten 30 Minuten sind um. Friedenau hat noch einen direkten Freiwurf. Der muss natürlich ausgeführt werden. Und er bleibt in der Abwehr hängen. Fazit der ersten Halbzeit. Schwerin führt 18:11 verdient. Und so kann es natürlich in den nächsten 32 Minuten weitergehen. Dann fährt Schwerin hier mit 2 Punkten nach Hause. So, da sind wir wieder zur zweiten Halbzeit. Jetzt habe ich hier Kalle Plötz neben mir. Ein WM-Teilnehmer von 1963. In der Schweiz, WM Großfeld.
Ja, Großfeld für alle, die es nicht wissen, das wurde, glaube ich, auf Rasen gespielt, oder? Nicht nur, wir haben auch auf Schotter gespielt. Auf Schotter? Ja, dementsprechend sehen auch unsere Knochen noch aus. Na, das habe ich zum Glück nicht mehr machen müssen. Ich durfte immer in der Sporthalle spielen. Was sagst du zum Spielverlauf der ersten Halbzeit? Du hast ja sicherlich nicht allzu viel mitbekommen, aber du siehst, die Friedenauer liegen deutlich zurück mit 18-11. Ja, ich habe also nur von oben unsere Deckung gesehen und die war grottenschlecht. Ja. Die war ja überhaupt nicht da. Schöne Parade von Anna Pöschel, aber auch ein schöner Spielzug von Friedenau eben. Das, was wir in der ersten Halbzeit noch nicht gesehen haben. Da besteht wohl noch Handlungsbedarf auf Friedenauer Seite, was die Durchschlagskraft im Angriff ist. Das heißt übrigens OSC Friedenau. Friedenau. OSC ist der bessere, war früher mal der bessere Frauenverein. Ja. Und wir haben mit Friedenau, die eine sehr gute Jugendarbeit haben, haben wir fusioniert und damit das zusammengelegt. Aha. Ganz früher hat der OSC in der Bundesliga gespielt. Aha. Bundesliga Gruppe Nord. Ja, da war doch mal ein schön ausgeführter Konter, eingeleitet durch die Parade der Torhüterin, durch Ina Stuwe. Und somit verkürzt man hier auf 12-18. Ja, der Wurfversuch geht vorbei von Jule Kluth. Jetzt muss ich dir mal eine Frage stellen, Kalle Pötz. Plötz. Diese Halle hier, das sieht mir alles sehr ungewöhnlich aus. Wo befinden wir uns hier eigentlich wirklich? Diese Halle ist eine Dreifachsporthalle. Okay. Da sind drei gleich große Spielfelder wie jetzt hier. In der Mitte hätte man nur keine Zuschauer. Okay. Das Hauptspiel, wenn die Füchse zum Beispiel hier spielen, die haben ja hier früher ihre Zweitligaspiele ausgeführt, dann wurde in der Mitte gespielt, sodass links und rechts die Zuschauertribünen rausgefahren werden können. Nur dadurch, dass das Spiel gegen Schwerin ja bei uns so einige Male ausgefallen ist, wir keine andere Halle hatten, denn unsere normale Halle, unsere Heimhalle ist die Schöneberger Sporthalle in Schöneberg. Die ist also eine richtige Handballhalle. Aber hier ist die Halle für so kleine Spiele ja ganz in Ordnung. Aber sonst. Ja, Anna Pöschel zeichnet sich gerade am 7-Meter-Punkt aus gegen Ilka Wiesner.